Und da ist er wieder. Willkommen zurück, meiner kleinen Bretterbude. Bevor es um eigentliche Thema geht, um den kleinen grünen Star, noch was anderes. Muss euch was erzählen? 930 Abonnenten. Das läuft, ey. In 3 Monaten. Ihr seid so krass. Ich bin total begeistert. Ich weiß nicht warum, aber bei diesen Gasbautzug, wenn ich die kaufe, die mit der Verstellschraube, alles was Schwalbe ist und Star und so weiter, die passen immer irgendwie nicht. Die sind zu kurz, also der Mantel ist zu lang, der Außenmantel. Den muss ich jetzt hier nochmal kürzen, weil ich ständig sag mal, auf dem Vergaserschieber halt Druck drauf habe. Der Bautzug lässt sich nicht wirklich frei bewegen. Und ihr habt es ja auch gehört, der läuft ja relativ hochtourig. Ich hatte auch die Standgasschraube schon runtergedreht, aber trotzdem ist er hochtourig gelaufen. Also Bautzenzug kürzen, anderen Vergaser rein. Jetzt eine Frage an euch. Wie würdet ihr jetzt den Bautzenzug kürzen? Also ich habe jetzt, der hat ja oben am Star, wie bei der Schwalbe auch, eine Verstellschraube. Damit kannst du die Länge des Bautzenzugs kürzen oder auch längen. Die Schraube ist jetzt, ich gucke nochmal, die ist komplett zusammengeschraubt. Genau, auf die kürzeste Position. Jetzt habe ich hier nur diese paar Zentimeter und die sind eindeutig halt zu wenig für den Vergaser, damit der richtig schließt. Der ist halt immer leicht geöffnet. Jetzt muss ich eben, ohne jetzt die Seele zu beschädigen, hier den Bautzenzug kürzen. Das heißt, den Plastikmantel abmachen, also erstmal hier die Schutzhülle runterziehen, die brauche ich ja noch. Plastikmantel hier abmachen und innen drin diesen, ich sag mal, Metallkäfig entfernen, ohne die Seele zu beschädigen. Ich habe das schon mal gemacht mit der Zange, das ist eine tierische Fummelarbeit. Weil der Stahlmantel innen drin, diese Schlange, die da drin ist, die ist relativ hart. Jetzt überlege ich mir gerade mit dem Dremel ganz vorsichtig hier rumzumachen, dass der praktisch, dass ich den um 2 cm kürze, runterschieben und dann längs aufsägen, dass ich die Spindel dann letztendlich abkriege. Aber ich fürchte, so einfach wird das auch nicht, weil das wird ja heiß, wenn ich das mit dem Dremel mache. Ja. Wäre ja mal eventuell eine Idee, mal ein Video zu machen von jemandem, der vielleicht auch einen Kanal hat, vielleicht Simson 4.0 oder so, der Andreas. Der ist ja bei so einen Sachen immer recht pfiffig. Wie kriege ich das einfach gekürzt? Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Ja, lieber Frank, kein Problem. Also du hast ja quasi einen Aufruf gestartet, dass ja, ich dir mal zeigen soll, wie wir das jetzt zum Beispiel machen. Also wenn wir das Problem haben, dass der Gaszug jetzt hier entsprechend zu kurz ist und wir wollen jetzt hier die Überzugsseele kürzen, dann machen wir das eigentlich immer so, kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Also ich versuche das nicht mit dem Dremel, sondern wir machen das eigentlich immer so, dass wir diesen kleinen Nippel hier erstmal ablöten. Ich zeig das mal ganz kurz. Brauchen wir mal ein bisschen Feuer für. So, kleine Flamme nur. Und dann mache ich den hier einmal ganz kurz heiß. Da braucht man auch nicht viel Energie. Das geht relativ einfach. So, dann ist damit der Nippel schon mal abgelötet. So, dann ziehe ich hier hinten entsprechend das Teil zurück. Jetzt nehmen wir hier an der Stelle einfach eine Zange und ziehen die Hülse runter. So, und jetzt könnte ich hier an der Stelle, will ich jetzt nicht machen, weil ich baue den einfach wieder zusammen, den Zug. Jetzt könnte man hier einfach mit dem Seitenschneider entsprechend das Ganze kürzen. Und danach nehme ich mir dann halt hier die Hülse. So, und dann nehme ich mir hier einen 5 mm Bohrer, den spanne ich mir hier ein in den Schraubstock und dann hat ja hier diese Hülse hier so einen kleinen Pitten, wo ab Werk quasi, ja, mit so einer Zange halt, hat man ja vielleicht in dem Bautenzug-Video gesehen, die Hülse hier quasi auf dieser Seele festgemacht wird, damit die halt sich nicht mehr bewegt. Und ja, die Hülse stecke ich jetzt hier auf und dann wird hier die Hülse draufgeschlagen, ganz vorsichtig, und erstmal dieses Teil wieder rund gemacht, dass quasi diese Vertiefung hier weg ist. So.
Ja, und dann nehme ich mir, ja gut, dann kann man halt hier die Außenseele kürzen. Mache ich jetzt hier in dem Fall mal nicht. Dann wird hier die Hülse wieder aufgesteckt. Und dann nehme ich mir eine Zange. Und zwar ist das hier die Zange für Kabelschuhe. Da kann man die Kabelschuhe mit zusammenkneifen. Und da gehe ich hier bei, schiebe die richtig drauf, lege den hier einmal ein und drücke den ganz leicht zusammen. So, dann ist die Hülse wieder fest, hält. Und dann kann ich den Bautenzug wieder durchschieben. So, und jetzt löten wir einfach den Nippel wieder auf. Und dann zeige ich jetzt auch noch mal ganz kurz. So, jetzt geht es darum, diesen Nippel wieder aufzulöten. Und man sieht hier, dass durch das Ablöten jetzt hier drin Zinn vorhanden ist. Das muss ich jetzt erstmal rausholen. Das mache ich folgendermaßen. Brauchen wir wieder ein bisschen Feuer für. Ganz kleine Flamme wieder. So. Nehme ich mir eine Zange. Mach den Nippel heiß. Und dann braucht man Pressluft. Erstmal richtig schön warm machen. So, dann nehme ich mir Pressluft und blase den einmal durch. Und jetzt kann man sehen, dass die Hülse komplett frei ist, dass da kein Lötzinn mehr drin ist. So. Jetzt mal ein bisschen abkühlen lassen. So, und dann kann ich hier die Hülse, die jetzt richtig schön frei ist, hier wieder draufstecken. Lasse ich hinten so ein ganz bisschen rausschauen und dann löten wir das Ganze wieder entsprechend fest. Dann nehme ich jetzt handelsüblichen Lötdraht zu, mache das Ganze warm, geht relativ schnell. Hinten auch noch mal. So, jetzt ist der Nippel wieder richtig angelötet. Jetzt müssen wir nur kurz warten, dass es kalt wird und dann ja, ist der Bautenzug wieder fertig. Kann man den wieder einbauen. Ja, übrigens, toller Kanal, den du da hast, Frank. Kann ich eben nur mal empfehlen, mal drauf zu gehen. Wir verlinken das mal hier oben als Infokarte und ja, schaut euch den Kanal ruhig mal an. Wirklich sehr interessant. Also bislang habe ich jedes Video immer zu Ende geguckt, weil es so spannend war. Okay, das war's. Bis denn. Ciao.